Der Eisclub Altötting lädt zur Stadtmeisterschaft zum 36. Mal am Sonntag, den 28. Januar im Mühldorfer Eisstadion. Richard Mödel, Vorsitzender des Altöttinger Eisclubs, erklärt den Wettkampf. Es werden die einzelnen Gruppen, die aus jeweils 4 Personen bestehen, in Mannschaften eingeteilt. Der Modus beträgt jeder gegen jeden. Und wir versuchen in einer Vorrunde die etwas aktiveren Schützen von den etwas passiveren Schützen zu trennen und machen eine zweite Runde, da hier natürlich auch die Gaudi und das Erfolgserlebnis im Vordergrund stehen soll. Wer kann denn an diesem Turnier in Mühldorf alles teilnehmen? Ist das nur für Altöttinger gedacht? Es dürfen alle Personen, die einen Bezug zu Altöttingen haben, mitspielen. Es kann ein Altöttinger Verein sein, es kann eine Altöttinger Firma sein, es kann ein Altöttinger Stammtisch sein. Also es ist nicht so, dass nur Altöttinger Einwohner hier schießen dürfen, sondern wenn ich hier zum Beispiel beim Gramminger Stammtisch dabei bin, darf ich schon mitschießen. Wir haben jetzt den 10. Januar, Herr Mödel. Welche Trainingsmöglichkeiten gibt es denn noch bis zum 28. Januar, bis zur Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen? Also Trainingsmöglichkeiten sind vor Ort in Mühldorf immer montagabends. Also auch vorgestern waren wieder 15, 18 Schützen, glaube ich, waren es, beim Training vor Ort. Nichtsdestotrotz kann man auch Dienstag hier in Altötting auf dieser Kunsteisbahn trainieren. Immer ja, ab 19 Uhr ist hier Möglichkeit, mit Flutlicht und auf Kunsteis zu trainieren. Kommen Sie gerne auch spontan zur Altöttinger Stadtmeisterschaft. Leihmaterial kann nach Absprache beim Eisclub ausgeliehen werden. Anmeldungen ab sofort bei der Buchhandlung Frauendorfer, Marienstraße 2a oder bei Richard Mödel direkt. Am Sonntag, den 28. Januar, beginnt der Wettbewerb offiziell um 8.30 Uhr. Die 36. Altöttinger Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen.